das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni und Jens Rieber. Guten Abend, willkommen zu den Tagesthemen. Auch von mir einen guten Abend. Und wir beginnen mit einem Blick in die Ukraine. So sehr sich die ukrainischen Verteidiger in den vergangenen Wochen über die Rückeroberung russisch besetzter Gebiete gefreut haben, so sehr sie sich wie hier gegen die Angreifer wehren, so sehr haben die Menschen in der Ukraine auch die Kehrseite dieser militärischen Erfolge zu spüren bekommen. Denn die russische Armee ist mehr und mehr seitdem dazu übergegangen, die Ukraine massiv aus der Luft zu attackieren. In Teilen des Landes heulten auch heute wieder die Luftalarmsirenen. Vielerorts wurde erneut kritische Infrastruktur wie Strom- und Wärmeversorgung getroffen. Aus dem Osten des Landes werden die schwersten Gefechte gemeldet. Wie sich die Lage in den umkämpften Gebieten im Donbass darstellt, berichtet aus der Stadt Pokrowsk, nördlich von Donetsk, unser Reporter Tobias Dammers. Es ist kalt und nass in den Schützengräben, die die ukrainischen Soldaten in der Region Donetsk ausgehoben haben. Faraday zeigt uns seine Position. Ein Tunnelsystem aus Holzbalken, Erdwällen und Betonbunkern. Es ist eine Verteidigungslinie hinter der Front, eine Art Rückfallposition. Wo genau, sollen wir nicht sagen. Die Frontlinie kann jeden Moment hier sein. Deswegen ist es notwendig, überall solche Verteidigungslinien zu haben. Man darf den Feind nicht unterschätzen. Die ukrainischen Soldaten sind überzeugt, russische Truppen, die sich aus der Südukraine zurückgezogen haben, werden nun hierhin verlegt, in die Donetsk-Region, wo die Kämpfe laut ukrainischen Angaben ohnehin jetzt schon am stärksten sind. Deswegen sollen sie die Gräben verstärken. Wir müssen sie ausbessern. Die Erde ist locker, jedes Mal, nachdem es regnet. Wir legen neue Holzplanken dazu und stärken die ganze Konstruktion von Gefechtsstellung zu Gefechtsstellung. Hier wolle er auf die russischen Truppen warten, sagt Faraday, und kämpfen für seine Kinder und seine Familie. Einige Kilometer weiter entfernt ist der Stützpunkt von Faradays Einheit, 3 Meter unter der Erde. 8 Männer und ein Hund schlafen hier. Wasser und Matsch tropfen durch die Decke. Manchmal gibt es Strom, Internet und damit auch Nachrichten, zum Beispiel über die heutigen Luftangriffe. Ich bin aus einer Stadt, die heute auch bombardiert worden ist. Sie haben eine Entbindungsklinik getroffen. Wir fühlen nichts mehr. Keine Angst, keine Gnade. Seit dem Sommer sind sie in dieser Stellung, erzählt Dimitri uns. Sie wechseln zwischen Schützengräben und Schlafraum und halten engen Kontakt zur nahen Kampflinie. Die Situation dort bleibt sehr schwierig. Wir haben Verluste, der Feind hat auch Verluste, aber wir haben kein Recht, uns zurückzuziehen. Und solange der Krieg dauert oder ein anderslautender Befehl kommt, wollen sie hier bleiben, sagen sie, unter der Erde, wartend. Von einem bestimmten Angriff haben wir eben schon in dem Beitrag gehört. Robert Kempe live in Kiew. Auch auf die Hauptstadt gab es heute wieder Raketenangriffe. Mit welchen Folgen? Ja, Kiew wie die gesamte Ukraine haben heute die größten Stromabschaltungen seit Beginn des Krieges im Februar erlebt. Das hat zum einen natürlich mit diesen russischen Raketenangriffen zu tun. Aus diesem Grund mussten heute auch mehrere Atomkraftwerke vom Netz genommen werden. Das hat eben zu den großen Abschaltungen im Land geführt. 67 Raketen sollen von russischer Seite auf die Ukraine abgefeuert worden sein, davon 30 allein auf die Hauptstadt Kiew. Und auch wenn die meisten von der ukrainischen Luftabwehr getroffen werden konnten, haben eben doch einige ihr Ziel auch in Kiew gefunden. In Kiew führte das unter anderem auch dazu, dass die Wasserversorgung gestört wurde. Und man muss nun einfach attestieren, dass diese russische Taktik seit Wochen nun eben die ukrainische Infrastruktur gezielt zu attackieren, dass sie die Ukraine mehr und mehr vor Probleme stellt. In diesem Sinne hat auch Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko heute gewarnt vor dem schlimmsten Winter seit dem Zweiten Weltkrieg, der droht. Angesichts der russischen Angriffe auch auf die ukrainische Infrastruktur, wie Sie gerade schildern. Wie bereiten sich die Menschen auf diesen Winter vor?
Ganz unterschiedlich. Das hat alles damit zu tun, in was für Umständen die Menschen sind. Also wo wohnt man? Wohnt man in einem Eigenheim? Da versuchen Menschen, die Geld haben, natürlich Generatoren zu kaufen. Das haben wir heute auch erlebt. Es gab lange Schlangen an Tankstellen. Da standen viele, die eben angestanden haben, um Diesel abzufüllen für Generatoren zu Hause. In den großen Hochhäusern hier in Kiew, in den Gegenden, wo die Bürger hier wohnen, ist es komplizierter natürlich, weil dort wird zum einen mit Fernwärme geheizt und wenn eben auch noch der Strom ausgeht, dann hat man da kaum Möglichkeiten zu heizen. Die Menschen, was machen sie? Sie kaufen zum Beispiel Untermatratzen, das hat man mir gestern gezeigt, für die Betten, damit man es da eben etwas wärmer hat. Und viele greifen auf Campingkocher zurück. Aber man weiß natürlich nicht, wie sich das weiter gestaltet. Man muss davon ausgehen, in der Ukraine kann es im Winter auch mal gut bis zu minus 20 Grad werden. Aus diesem Grund hatte nun auch die ukrainische Regierung angekündigt, dass man Tausende von sogenannten Wärmeplätzen im Land etablieren möchte, wo eben die Menschen, wenn sie Probleme haben mit Strom, mit Heizung, dorthin gehen können, um Handys zu laden, Taschenlampen zu laden oder eben sich aufzuwärmen. Robert Kempe, danke für die Schilderung live aus Kiew. Ja, und angesichts dieser aktuellen Lage und vor allem dieser düsteren Aussichten auf die kommenden Wochen und Monate könnte auch die Zahl derjenigen weiter steigen, die die Ukraine verlassen und vor dem Krieg in ihrem Land fliehen. Und viele werden dann wohl auch in Deutschland ankommen. Seit Beginn des russischen Angriffs gibt es eine große Solidarität, viele Initiativen, die ukrainische Geflüchtete aufnehmen oder unterstützen. Aber wie Margareta Kosmol in ihrer Mittendrin-Reportage zeigt, das ist nicht immer einfach und stellt, wie etwa im niedersächsischen Lüneburg, beide Seiten vor Herausforderungen. Andriy Nowotny engagiert sich seit Jahren mit seiner Stiftung Hof Schlüter in Lüneburg in der Ukraine-Hilfe. Neben seinem Job als Ingenieur seine Herzensangelegenheit. Seit Februar ist er damit beschäftigt, Hilfspakete zu packen, Geflüchteten eine Wohnung zu vermitteln, bei Behördenfragen zu helfen. Aber es kommt auch zu Problemen. Sie kommen eben mit der Erwartungshaltung hierher, dass alles bezahlt wird. Dass man auch entsprechende Wohnungen bekommt. Die haben auch gewisse Ansprüche an Wohnungen. So, wo ich dann immer sage, naja, die Ansprüche haben wir hier in Deutschland auch an diese Wohnung. Also ein alleinstehendes Haus haben zu wollen, das geht man nicht. Man muss jetzt hier auch mal zusammenrücken. Das ist diese Erwartungshaltung von den Geflüchteten. Das ist meine Wahrnehmung. Manche Menschen aus der Ukraine würden gar nicht verstehen, dass er und sein Team ehrenamtlich arbeiten. Wie entsteht dieser Eindruck? Sind die Erwartungen der Ukrainer wirklich so hoch? Maria Maximitsev hat mittlerweile 300 Wohnungen an Geflüchtete vermittelt. Heute trifft sie die Familie Daraschenko. Oma, Mutter, 5 Kinder. Darunter die 6-monatige Mira. Nach deren Geburt floh die Familie aus der Ukraine. Wie viele andere Geflüchtete hatten sie da einen hohen Lebensstandard. Wir sind ja nicht hierher gekommen, weil wir Lust drauf hatten. Bei uns war alles schön. Wir hatten Pläne für die Zukunft. Ich wusste, in welchem Krankenhaus ich mein Kind auf die Welt bringen wollte, welcher Kindergarten, an welches Meer wir fahren wollen. Wir sind daran gewohnt, jedes Jahr in den Urlaub zu fahren. Wir hatten ein großes Haus und ein sehr gutes Leben. Niemals hatten wir gedacht, dass das alles passiert. Auch dieser Familie half Maria, eine Wohnung zu finden. Die füllt sich langsam mit gespendeten Möbeln. Maria kennt auch viele Ukrainer, die inzwischen zurückgegangen sind. Diese sprachliche Barriere, diese Bürokratie und das alles ist nicht so einfach. Und besonders für die Menschen, die kommen hier aus einer, sagen wir, aus einer schwierigen Lage. Die sind nicht bereit oder die haben keine Kräfte mehr, das jeden Monat mit diesen bürokratischen Sachen zu kämpfen. Auch ein Blick auf die Tafeln zeigt, die Lage ist schwierig. Es kommen immer mehr Kunden, die Lebensmittelspenden werden weniger. Neid und Konflikte sind programmiert. Wir haben ja jetzt auch sehr viel, noch mehr Ethnien zusammen. Auch das müssen wir berücksichtigen. Es hat natürlich auch Situationen gegeben, wo manche Menschen den Eindruck hatten, dass die Geflüchteten aus der Ukraine bevorzugt werden. Anscheinend würden Ukrainer von den Behörden direkt zur Tafel geschickt, sagt er. Deswegen würden die als Supermarkt angesehen. Wir sind nicht dazu da, die Grundversorgung der Menschen
abzubilden. Das muss aber erst einmal verstanden werden. Mitarbeiter der Tafeln in Niedersachsen sollen jetzt zur Prävention an Deeskalationsseminaren der Polizei teilnehmen und dort lernen, wie sie mit den neuen Konflikten umgehen. Zurück zu André Nowotny von der Stiftung Hofschlüter. Lösungen finden, das ist auch ihm wichtig. Sein Herzensprojekt ist ein ukrainisches Waisenhaus, das er vor ein paar Monaten nach Lüneburg geholt hat. Er hofft, dass mehr miteinander über die Probleme gesprochen wird. Unsere Erwartungshaltung, glaube ich, ist, dass man sofort Dankbarkeit bekommt. Also, dass man mit offenen Armen und dass wir die Besten sind. Das, glaube ich, wollen wir Deutschen auch immer. Wir sind die Großen, wir sind die Tollen. Aber dass diese Menschen auch ein Schicksal haben, die hierher kommen und das auch psychisch erstmal verarbeiten müssen und nicht gleich einen um den Hals fallen und für alles dankbar sind, das müssten wir Deutschen dann auch mal lernen. Voneinander lernen, miteinander kommunizieren, Geduld haben. Da sind sich alle einig. Wenig Geduld hat traditionell die Opposition im Deutschen Bundestag mit der aktuellen Regierung. Und von Einigkeit ist besonders bei einer Generaldebatte meist wenig zu spüren. Aber immerhin, es wird dabei kommuniziert. Und das treibt mitunter die kuriosesten Stilblüten. Was wurden im deutschen Parlament nicht alles für Sprachbilder schon bemüht, um einen verbalen Treffer zu landen? Es wurde gesungen, gereimt, gebrüllt. Bei der heutigen Generaldebatte ging es in gewisser Weise märchenhaft zu, unter anderem auch um ihn, den Hasen aus Alice im Wunderland, wie Claudia Kornmeier berichtet. Kein Wunder, dass die Debatte zunächst mal mit einer Verwechslung begann. Ich fand an der Stelle, aber Sie haben es in der Rede nicht untergebracht, Herr Merkel, aber die Haltung der Union bemerkenswert. Merz, sein Name sei Merz, nicht Merkel, ruft der Oppositionsführer. Die Präsidentin stellt klar. Sie haben in Ihrer Rede Herrn Merz mit Herrn Merkel angesprochen. Ich gehe davon aus, dass beide, Frau Merkel und auch Herr Merz, es von sich weisen würden, miteinander verheiratet zu sein. Da kann Merz nur zustimmen. So viel Zustimmung gab es vom Rednerpult aus kurz zuvor nicht. Da hatte Merz zum Rundumschlag gegen die Regierung ausgeholt. Sie an ihre Zusage für ein neues Miteinander erinnert. Diese Zusagen von Ihnen reichen gerade einmal bis zur Grenze der eigenen Voreingenommenheit. Spätestens dann ist es zu Ende mit Ihrer vielbeschworenen Toleranz, Ihrem Respekt vor anderen Meinungen und Auffassungen und vor allem mit Ihrem Respekt vor Fachexpertise. Da pfeifen Sie drauf, wenn es Ihrer Ideologie nicht entspricht. Und er macht weiter mit einer Liste von aus seiner Sicht gebrochenen Versprechen. Sie versprechen eine Energiekostenpauschale und vergessen im ersten Durchgang die Studentinnen und Studenten und die Rentnerinnen und Rentner. Doch, Sie haben es schlicht und ergreifend vergessen. Der Kanzler weist das zurück. Verehrter Herr Merz, als ich Ihnen gerade zugehört habe, musste ich an Alice im Wunderland denken. Was in Wahrheit groß ist, das reden Sie klein und umgekehrt. Was eigentlich passiert ist und wer dafür verantwortlich war, das alles verschwimmt. Auch später bleibt Scholz im Bild. Wer das glaubt, der glaubt auch an sprechende weiße Kaninchen. Willkommen in Alices Wunderland. Willkommen im Wunderland der CDU-CSU, wo die Realität auf dem Kopf steht. Sich von Kinderbüchern inspirieren lassen, das kann nicht nur Scholz. Mir fällt ehrlich bei dieser Bundesregierung nur eins ein. Jim Knopf und der Scheinriese. Je näher man ihrer Bundesregierung kommt, umso kleiner werden ihre politischen Leistungen. Die hatte der Kanzler zuvor minutiös aufgelistet. Volle Gasspeicher und neue Flüssiggasterminals, 12 Euro Mindestlohn, 49 Euro Ticket und so weiter. Unser Land braucht Veränderung. Ein bloßes Weiter-so ist keine Option. Die Partei des Weiter-so sitzt jetzt in der Opposition und da gehört sie auch hin. Von dort aus wirft Merz dem Kanzler vor, die Menschen nicht mitzureißen. Vor 9 Monaten hatten Sie die Chance, vielleicht sogar die historische Chance, dieses Land wirklich grundlegend zum Besseren hin zu verändern. Sie haben diese Chance nicht genutzt. In der Generaldebatte haben heute beide ihre Chance gesucht. Besonders angriffslustig wurde es bei diesem Schlagabtausch zwischen Regierung und Opposition aber nicht.
Und damit jetzt zu weiteren Nachrichten mit dir, Jens. Und die beginnen mit dem geplanten Bürgergeld. Der Vermittlungsausschuss von Bundestag und Bundesrat hat den Weg freigemacht für das geplante Bürgergeld. Er billigte am Abend den Kompromiss von Koalition und Union. Damit kann die Sozialreform noch in dieser Woche von Bundestag und Bundesrat beschlossen werden und zum Jahresanfang in Kraft treten. Vorgesehen sind unter anderem höhere monatliche Regelsätze als nach dem bisherigen Hartz-IV-System. Die deutsche Konjunktur zeigt sich überraschend robust in der Krise. Neue Daten zeigen, dass der Rückgang der Wirtschaftsleistung schwächer ausfallen könnte als zunächst befürchtet. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Zwar steuert die deutsche Wirtschaft weiterhin auf eine Rezession zu, aber es mehren sich die Zeichen, dass diese milder ausfallen könnte. 800 Unternehmen hatten sich an einer Umfrage des Finanzdienstleisters S&P beteiligt. Hauptgrund für das kleinere Minus kann ausgerechnet Gas sein. Denn bisher kamen die Unternehmen erstaunlich gut mit der Energieknappheit und den höheren Kosten zurecht. Der Verbrauch ging durch Einsparungen zurück. Was allerdings die Erholung der Wirtschaft dämpft, ist die Zinspolitik der Europäischen Zentralbank. Denn die Zinsen steigen und machen Investitionen somit teurer. Schottland darf ohne Zustimmung der britischen Regierung kein Unabhängigkeitsreferendum abhalten. Das hat das oberste Gericht in Großbritannien heute entschieden. Das schottische Regionalparlament habe dazu nicht die Befugnis, so der vorsitzende Richter. Der britische Premier Sunak reagierte zufrieden. Die schottische Nationalpartei will aber nicht aufgeben und die Unabhängigkeit zum Thema der Parlamentswahl 2024 machen. In Jerusalem sind bei Explosionen an zwei Bushaltestellen ein 16-jähriger Schüler getötet und 18 Menschen verletzt worden, einige von ihnen schwer. Die Sicherheitsbehörden gehen davon von Sprengsätzen aus, die ferngezündet wurden. Die Hintergründe sind noch unklar. Der scheidende Premierminister Lapid kündigte nach einer Dringlichkeitssitzung mit Polizei- und Militärvertretern an, die Zahl der Sicherheitskräfte in Jerusalem zu erhöhen. In Schleswig-Holstein ist an den rassistischen Brandanschlag in Mölln heute vor 30 Jahren erinnert worden. Neonazis hatten dort im Jahr 1992 zwei von türkischen Familien bewohnte Häuser angezündet. Eine Frau und zwei Kinder starben, 9 Menschen wurden verletzt. Bei einer Gedenkveranstaltung vereinbarten Angehörige der Opfer und Politiker eine bessere Zusammenarbeit. Künftig sollen etwa die Familien in die Ausrichtung des Gedenkens und die Aufklärungsarbeit an Schulen einbezogen werden. Im Iran ebben die Proteste gegen das Regime auch nach mehr als 2 Monaten nicht ab. Und so beschäftigt sich morgen der UN-Menschenrechtsrat in Genf mit der wachsenden Gewalt der iranischen Sicherheitskräfte gegen die eigene Bevölkerung. Besonders brutal sollen sie gegen die Demonstrationen in den kurdischen Gebieten im Nordwesten des Irans vorgegangen sein, berichtet Katharina Willinger. Aufnahmen wie diese kursieren derzeit jeden Tag in den sozialen Medien. Verletzte Demonstranten, angeschossen oder verprügelt durch iranische Einsatzkräfte, so der Vorwurf. Heute teilen Aktivisten dieses Video. Ein schwer verletzter Jugendlicher wird von Anwohnern in Sicherheit gebracht. Das hat ihm die Islamische Republik angetan, ruft ein Mann im Hintergrund. Das hat ihm Khamenei angetan. Tod Khamenei. Die Bilder sollen aus den kurdischen Gebieten im Iran stammen. Hier wird seit Beginn der Proteste täglich gegen die Machthaber in Teheran demonstriert. Und der Staat geht laut Augenzeugen brutal dagegen vor. Auch Kamran Martin beobachtet die Lage. Er ist Professor für internationale Beziehungen, lehrt in England und stammt aus dem kurdischen Teil des Iran. Frauen leben Freiheit ist ja der Slogan der Proteste geworden. Und dieser Spruch kommt ursprünglich aus Kurdistan. Dass der Staat dort nun am meisten Gewalt anwendet, liegt daran, dass die Kurden bei den Protesten seit Beginn an vorderster Front stehen. Die Eliteeinheit des Militärs, die Revolutionsgarde, soll dort im Einsatz sein. Vielerorts patrouilliert Armee auf den Straßen. Der Strom werde über Stunden abgeschaltet, berichtet Kamran Martin. Auch das Internet weitgehend runtergefahren. Viele Menschen vor Ort sagen, das ist wie die Invasion einer Armee in ein anderes Land. Wie das, was Russland in der Ukraine macht. Das hat nichts mit herkömmlicher Bekämpfung von Aufständen zu tun.
Ortswechsel, Berlin heute Abend. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hat zu einer Solidaritätskundgebung aufgerufen. Die iranische Opposition sitzt in den iranischen Gefängnissen. Über 17.000 Festnahmen soll es seit Beginn der Proteste im Iran geben und mehr als 400 Tote, unter ihnen mindestens 43 Minderjährige. Die Erwartungen hier an die Bundesregierung, den Druck auf den Iran zu erhöhen, sind groß. Morgen findet eine Sondersitzung des UN-Menschenrechtsrats statt. Wir erwarten, dass die Bundesregierung sich mit aller Kraft einsetzt, mit all ihrem politischen Gewicht, was sie hat, dass sie wirklich die wertegeleitete und menschenrechtsbasierte Außenpolitik umsetzt, dass sie das morgen zeigt. Während in Berlin die Hoffnungen groß sind, gibt der Außenminister der Islamischen Republik, Amir Abdullahian, in Teheran eine Pressekonferenz. Seine Regierung bezeichnet die Proteste im Land weiterhin als vom Ausland gesteuerte Unruhen. Auf die Frage nach der morgigen UN-Sondersitzung geht er nur indirekt ein. Amerika und Europa, die eine lange Geschichte von Menschenrechtsverletzungen haben, haben kein Recht, Menschenrechte in der Islamischen Republik Iran einzufordern. Doch Menschenrechte werden längst lautstark von der eigenen Bevölkerung eingefordert. Für morgen sind erneut landesweite Proteste angekündigt gegen das Regime und aus Solidarität mit der kurdischen Bevölkerung. Europa möchte hoch hinaus und demnächst wieder Menschen ins All fliegen lassen. Man hat zwar im Moment das Gefühl, hier auf Erden gibt es gerade genug zu tun, aber die internationale Raumstation ISS ist ja immer auch ein Ort der Verständigung, des freundschaftlichen Zusammenarbeitens, egal aus welchem Land die Missionen gerade kommen. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA, die präsentierte heute nun zwei Frauen und drei Männer als die Neuzugänge mit den besten Aussichten auf die Aussicht von da oben auf die Erde. Ausgesucht aus einer großen Bewerberschar und die ESA wartet bei der Auswahl auch mit einer Premiere auf. Aus Paris berichtet Friederike Hofmann. Auf dieser Bühne wird gerade Geschichte geschrieben. John McFall ist der erste Astronaut mit einer körperlichen Behinderung. Im Alter von 19 Jahren hat er infolge eines Unfalls ein Bein verloren. Jetzt wurde er ausgewählt. Congratulations, John. It's great to have you. Von der Europäischen Weltraumorganisation ESA in ihr Para-Astronauten-Programm. Für mich war das so eine inspirierende Aufgabe. Ich habe die Anforderungen gesehen und gedacht, das ist ehrgeizig. Das ist sehr mutig und gewagt. Können Menschen mit körperlicher Beeinträchtigung im All arbeiten und wie? Das soll das Programm der ESA erforschen. So sollen auch Geräte entwickelt werden, die Para-Astronauten den Flug in den Weltraum ermöglichen. Der deutsche Astronaut Alexander Gerst war selbst Kommandant auf der Internationalen Raumstation ISS. Er sieht in dem Programm eine große Chance. Wenn man Menschen hat mit Behinderungen, die ja vielleicht schon ihr ganzes Leben lang gewohnt sind, Barrieren zu überwinden und kreative Lösungen zu finden, wo andere Leute vielleicht gar kein Problem sehen, das ist wirklich ein Vorteil für ein Team. Breiter soll auch das Europäische Astronautenkorps aufgestellt werden. Bisher gab es nur eine Frau. Das ändert sich mit dem heutigen Tag. Drei Männer und diesmal zwei Frauen haben sich gegen mehr als 22.000 Bewerber durchgesetzt. Sophie Arnaud, französische Testpilotin, ist eine davon. Es ist ein super Zeichen an die jungen Leute heute, dass Astronaut für alle Geschlechter offen ist. Und ich bin überzeugt, dass die nächste Generation bei der Auswahl die Frage gar nicht mehr stellen muss. Jetzt werden die fünf Neuastronauten für ihre Einsätze im Weltraum im Deutschen Luft- und Raumfahrtzentrum in Köln ausgebildet und durchlaufen missionsspezifische Trainings. Und die ESA stellt sich für die Zukunft auf. Die europäische Trägerrakete Ariane 5 ist Geschichte, die Nachfolgerin verzögert sich seit Jahren. Und wegen des Krieges gegen die Ukraine fallen auch russische Transporte aus. Eine neue Generation Raketen soll diese Lücke schließen, kommerzieller, nachhaltiger und auch kleiner. Wir müssen eigenständiger sein. Wir müssen technologisch unabhängig sein, nicht nur von Russland, sondern insgesamt. Europa muss im Weltraum gut aufgestellt sein. Dafür bekommt die ESA von den Mitgliedstaaten mehr Geld als bisher. 16,9 Milliarden Euro für die nächsten drei Jahre. Der Großteil für Forschung, Entwicklung von Transportraketen und die Sammlung von Klimadaten. Bis die neuen Astronauten selbst mit ran dürfen, dauert es noch ein bisschen.
Ins All geht es für sie frühestens 2026. Nach den Sternen greifen will bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Katar auch die deutsche Mannschaft, genauer gesagt nach dem 5. Stern. Wollte aber vor ihrem ersten Spiel heute auch ein politisches Zeichen setzen. Nach der Kontroverse um die von der FIFA verbotenen One-Love-Kapitänsbinden hielt sich das Team beim Foto vor dem Anpfiff die Hand vor den Mund. Als Zeichen, dass es das Verbot als Maulkorb empfindet. Die Geste hätte nach dem Spiel aber auch ganz gut gepasst. Dann allerdings vor Entsetzen, denn das Eröffnungsspiel gegen Japan verlor die deutsche Elf mit 1:2. Über einen erneut verkorksten WM-Auftakt Jürgen Bergner. Auf der Tribüne zwischen FIFA-Präsident Gianni Infantino links und DFB-Präsident Bernd Neuendorf die Bundesinnenministerin Nancy Faeser mit der für die Spieler verbotenen One Love Armbinde. Aber den Mund, den lassen wir uns nicht verbieten. So die Reaktion der Mannschaft vor dem Spiel. Wir haben unser Zeichen heute gesetzt und ich hoffe, wie gesagt, dass das ja auch die willkommene Wirkung erzielt. Sportlich sieht alles zunächst gut aus. 33. Spielminute nach diesem Foul an David Raum verwandelt İlkay Gündoğan den anschließenden Elfmeter zur 1:0 Halbzeitführung für die deutsche Mannschaft. Verdient. Japan mit viel zu wenig Impulsen im Spiel nach vorne. Deutschland auch nach der Pause spielbestimmt, aber es bleibt trotz guter Möglichkeiten beim 1:0. Gündoğan hier. Deutschland erarbeitet und erspielt sich die Chancen zum möglichen 2:0. Zweimal scheitert Gnabry an Torhüter Gonda. Dann die 75. Spielminute. Minamino. Zunächst klärt Neuer, dann Doğan. Japan gleicht aus. Ritsu Doğan, der ja beim SC Freiburg unter Vertrag steht. 8 Minuten später Asano gegen Schlotterbeck, der hier viel zu passiv verteidigt. Asano, der Profi vom VfL Bochum, zum 2:1. Nico Schlotterbeck mit der Einladung. Gerade das zweite Tor. Ich weiß nicht, ob jemals ein einfaches Tor erzielt wurde bei einer Weltmeisterschaft. Das darf nicht passieren. Die letzte Chance dann durch Goretzka in der 5. Minute der Nachspielzeit. Japan gewinnt und der Bundestrainer hofft auf die nächsten beiden Spiele. Trotzdem muss man einfach nach vorne blicken und das tun wir. Und wir haben 2 Spiele, das heißt 6 Punkte sind zu vergeben und daran arbeiten wir. Wie bei der Weltmeisterschaft 2018 verliert Deutschland auch diesmal gleich das erste Gruppenspiel. Aber immerhin gab es eine Reaktion nach dem One-Love-Bindenstreit mit der FIFA. Ja, und zur deutschen Reaktion auf das FIFA-Verbot der One-Love-Binde hat Monika Wagner vom Westdeutschen Rundfunk diese Meinung. Es ist nur noch peinlich. Daran ändert auch die heutige Mundzugeste der deutschen Nationalmannschaft nichts. Uns wurde von der FIFA der Mund verboten, sollte die wohl heißen. Verstehen kann man aber auch, wir haben uns den Mund verbieten lassen. Das trifft es wohl besser. Wenn 7 große europäische Fußballverbände bei ihrem öffentlichen Eintreten für Vielfalt und Toleranz schon einknicken, wenn einer wie die FIFA mit einer Bestrafung von einer gelben Karte oder mehr droht, dann fehlen einem die Worte. Übrigens ein fatales Signal in einer Zeit, in der Diktaturen immer schamloser zeigen, was sie von Menschenrechten wirklich halten. Natürlich ist es in erster Linie die Schuld der FIFA und natürlich kann man fragen, warum die WM überhaupt an Katar gegangen ist und die Spiele auch in der ARD übertragen werden. Und natürlich ist Völkerverständigung jenseits politischer Systeme grundsätzlich wichtig, auch für den Fortschritt bei den Menschenrechten. Aber gerade dann hätte eine symbolische Geste gut getan, einzutreten für genau die Werte, die der DFB selbst immer so hoch gehalten hat und das zu Recht. Gerade etwas, das Menschen so stark verbindet wie der Fußball, ist der richtige Ort für Appelle an Toleranz, Vielfalt und Respekt. Alle Menschen sind gleich. Menschenrechte sind nicht verhandelbar und sind es ja übrigens angeblich auch für Katar nicht. Die Wahrung und der Schutz der Menschenrechte ist eine der zentralen Säulen der katarischen Außenpolitik, hatte noch im vergangenen Jahr der Botschafter des Wüstenstaats in Deutschland betont. Wieso dann keine Binde, die daran erinnert? Das hätte man auch fragen können. Dass die FIFA stattdessen Druck ausübt, ist schlimm. Dass der DFB als weltweit größter Fußballverband sich symbolisch den Mund verbieten lässt, ist unentschuldbar. Daran kann auch die hilflose Aktion der DFB-Elf heute Mittag nichts mehr ändern. Die Meinung von Monika Wagner. Vielleicht kommt das ja noch, aber von einem Wintermärchen oder Begeisterung kann man bei dieser WM aus deutscher Sicht kaum reden. Fähnchen an Autos oder bemalte Fans prägen nicht gerade das Bild der Öffentlichkeit.
Selbst bei dieser doch sehr gesitteten, wenn man so will, Urform des Public Viewings während der WM 1974 an den Schaufensterscheiben der Radio- und Fernsehläden hierzulande, da ging es fast schon euphorischer zu als zur Zeit. Oder gibt es sie doch auch, die Orte, wo man sich, wenn auch entfernt, an die Stimmung vom Sommermärchen 2006 oder dem WM-Rausch 2014 erinnert fühlt? Tim Diekmann hat sich in Baden-Württemberg auf die Suche gemacht. Begeisterung sieht anders aus. Deutschland verkorkst den Start in die WM und auch beim Public Viewing will noch nicht so recht WM-Stimmung aufkommen. Wer 90 Minuten nicht hinkriegt, Tore zu schießen und sich auf den Elfmeter verlässt, der hat es in meinen Augen nicht verdient. War am Ende leider nicht so wie erwartet. Ja, verdient verloren. Nicht so wie erwartet war auch das Zuschauerinteresse in Reutlingen. Eigentlich wäre in diesem alten Baumarkt Platz für 2.500 Menschen. Es kamen etwa 150. Boykott? Ich denke, auch mit dem Boykottieren ist so eine Sache klar, ob wir das Spiel jetzt anschauen oder nicht. Ich denke, wir werden da nicht viel ändern. Bevor wir zu Hause 2.500 Fernseher anmachen, sagen wir, lasst sie zu Hause aus. Wir unterstützen das Ganze hier einmal gemeinsam und nicht 2.500-fach. Da ist man hier ein bisschen radikaler. Anstoß zur Kneipen-WM in Urbach bei Stuttgart. Eigentlich würden hier jetzt gleich mehrere Fernseher laufen. Wirt Michael Rapp aber boykottiert diese WM. Weil an dieser WM gar nichts passt, von Anfang an nichts passt. Die Menschenrechtslage, die toten Arbeiter, die Seele vom Spiel ist verkauft worden. Statt Public Viewing gibt es deshalb Rockmusik. An den anderen Spieltagen der Deutschen sollen Bands das Boykottpublikum unterhalten. Ein Teil der Einnahmen wird an eine Menschenrechtsorganisation gespendet. Man freut sich ja eigentlich immer auf eine WM oder auf eine EM. Aber in dem Fall überwiegt dann doch, da muss schon fast sagen, Ekel vor der ganzen Geschichte. Ich bin ja ein total großer Fußballfan und habe jede WM intensiv verfolgt. Habe bei Spielen, die tagsüber waren, regelmäßig Urlaub genommen. Und jetzt ist tatsächlich dieses Jahr zum ersten Mal so, dass ich Urlaub nehme, um nicht zu gucken. Ja. Und was sagen die Fans zur Mund-zu-Geste? Den wurde der Mund verboten oder so. Ne? Super, finde ich total gut, dass sie das machen. Ne? Trotz Boykott, ein kleiner Blick aufs Handy ist auch hier in der Kneipe erlaubt. Wow, 1-0 für Deutschland durch Gündogan. Sehr schön, freut mich. Dass es bei diesem Ergebnis am Ende nicht bleibt, kriegen sie in der Südkreuzgemeinde in Karlsruhe erst gar nicht mit. Um die Leute vom Fernseher wegzulocken, gibt es hier heute extra einen japanischen Sushi-Kurs. Ah, ganz locker soll der drauf liegen. Dabei ist Pfarrer van Resen eigentlich Riesen-Fußballfan. Ich weiß nicht mal, welche Minute wir gerade haben. Keine Ahnung, 40., 45. Minute, ich habe keine Ahnung. Ich habe es vergessen, ehrlich gesagt. Und ich freue mich richtig dran, dass ich es vergessen habe. Boykott hin oder her. Die Niederlage hat die Fans heute trotzdem mitgenommen. Aber am Sonntag gibt es eine neue Chance gegen Spanien. Und wir kommen zum Schluss noch zum Wetter. Sven, wie sind die Aussichten denn wenigstens beim Wetter? Ja, da gibt es von Westen immer wieder Fronten, Ingo. Die wollen zu uns rein, die wollen milde Luft bringen. In der Osthälfte liegt kältere Luft und das Ganze stößt so ein bisschen zusammen. Und genau das will ich ein bisschen, liebe Zuschauer, mit Ihnen gemeinsam aufarbeiten. Und was man an der Stelle zunächst mal sieht, ist im Südwesten Deutschlands, Baden-Württemberg, heute besonders viel Sonnenschein. Jestetten, das ist südlich von Schaffhausen, aber trotzdem in Deutschland. So da der Knick unten. Jestetten 13,2 Grad. Und jetzt lassen wir diesen Film mal laufen, den Satellitenfilm. Ist jetzt natürlich normalerweise kurz im November, weil es schnell wieder dunkel wird. Aber hier sehen Sie dieses Frontensystem mit einer gewissen Entschlossenheit unterwegs in unsere Richtung. Jetzt schalten wir um. Es ist Nacht, es ist dunkel. Das ist ein visible, ein sichtbares Bild. Das ist nachts eben dunkel. Jetzt gucken wir auf den Radarfilm. Man sieht, wie hier heute Nachmittag dieses Regengebiet wirklich als geschlossenes Band über das Land zieht. Und jetzt ist genau das Problem. Wir haben vom Harz runter über den Thüringer Wald und dementsprechend haben wir hier auch Warnzeichen nochmal eingeblendet. Vom Harz runter über den Thüringer Wald, dann auch weiter Richtung Hoferland, Richtung Vogtland, Richtung Elstergebirge, Fichtelgebirge. Das sind alles die Regionen, wo jetzt die Täler noch teilweise leichten Frost haben. Und wenn da der Regen dann eben reinkommt, das wird nicht viel sein, aber dann kann es örtlich glatt werden. Also da gilt ein dickes Achtung. Und wir gucken den Film jetzt weiter an der Stelle. Den kennen Sie, das ist der Vorhersagefilm. Hier dann in den weiteren Bereichen des Erzgebirges die Schneefallgrenze bei ungefähr 800 Metern. Wie gesagt, der gefrierende Regen anfangs örtlich dabei. Später die Auflockerung morgen, am Nachmittag Zwischenhocheinfluss. Da wird man dann wieder häufiger den Sonnenschein erleben, bis dann eben die nächste Front
von Westen allmählich reindrückt. Die Frühtemperaturen in der Osthälfte geht es mal in den Frostbereich, 1 bis 3 Grad unter Null. Weiter im Westen Richtung Rhein 7 oder 8 Grad plus. In Richtung Nachmittag auch die Unterschiede wieder klar. Wir haben am Rhein entlang hier bis ins Markgräflerland bis zu 13 Grad. Und wenn man dann an Oder und Neiße ist, sind es teilweise nur 3. Und das sind hier die Aussichten. Dieser Freitag wird einer, der sehr novemberig aussieht, mit viel Grau, immer wieder Regen, 7 bis 11 Grad. Und am Samstag gibt es in der Nordhälfte zumindest mal ein paar Auflockerungen. Das sind doch Aussichten. Vielen Dank, Sven, dafür. Und soweit die Tagesthemen für heute. Hier geht es weiter mit Sandra Maischberger und ihren Talkgästen. Und morgen begrüßt dann Aline Abuzzi hier an dieser Stelle. Wir sagen Tschüss. Auf Wiedersehen und bleiben Sie zuversichtlich.